Für günstige und sichere FIFA Points und Coins checkt meinen Sponsor Golda ab. Codename Supersteif und erhaltet 3% Rabatt. Und jetzt geht's ab zum Video. Die smarteste Community auf YouTube, ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und heute nach dem Karriere-Livestream, wo wir die 18 fucking 1000 Abonnenten geknackt haben. Vielen, vielen Dank an jeglichen Support. Machen wir heute im Video die Liga Nation Hybrid Challenge SBC, denn die war nicht ganz einfach. Was man dazu sagen muss, bei zwei Challenges, wenn man nicht alle Spieler im Verein hat, braucht man unbedingt den Loyalitätsbonus. Ich habe es mit dem Loyalitätsklitsch gemacht, ich denke viele von euch wissen wie das geht, aber wir gehen rein, denn wir bekommen hier ein 50k-Set, das wollen wir ziehen zum aktuellen Team der Woche, natürlich nicht ganz so schlecht. Wir starten direkt rein, 4 Challenges stehen zur Auswahl, rein geht's mit der ersten Challenge und zwar Halbprofi. Hier brauchen wir Nationalitäten, genau 2 Ligen, genau 3 Spieler mit derselben Nationalität, maximal 6 Spieler aus derselben Liga, maximal 4, eine Teamgesamtbewertung von 78, Teamchemie genau 100. Und wie ihr seht, es ist uns gelungen. 79 Gesamtbewertung, 100er Chemie geht klar weiter. Wir fangen direkt mal an mit Storari, dann machen wir weiter mit Malo, dazu Tonelli, Akerbi, De Silvestri, Vasquez, Mosquera, Herrera für 2300 gekauft, irgendwann mal. Erstbesitzer Alonso, genauso wie Lorente und Okaka. Und damit sind wir wieder durch. Heißt sozusagen, wir haben nur Herrera gekauft, 2300 Münzen. Dafür bekommen wir ein Goldspieler-Set plus 1500 Münzen. Senden wir das ganze Ding ab und somit sind wir mit der ersten Challenge auf jeden Fall durch. Weiter geht's dann mit der zweiten Challenge. Und zwar Profi. Was müssen wir da machen? Wie ihr seht, wir müssen uns erstmal einen noch nachkaufen. Denn Malo fehlt hier. Den werden wir direkt mal, wir werden ihn so schnell wie es geht hier reinhauen. Transfermarkt suchen. 1500 wäre ein bisschen zu viel, oder? 1300. Okay, wie ihr seht, wir machen das jetzt mal ganz schnell live, damit wir hier auch was haben, dass wir das ganze Ding absenden können. 1300, okay, kaufen wir einfach. Völlig egal. Senden wir jetzt hier rein und wie ihr seht, wir kommen nicht auf eine 100er Chemie. Warum kommen wir nicht auf eine 100er Chemie? Oh Jungs, das sieht bitter aus. Ich melde mich gleich wieder. Okay Jungs, es hat sich irgendwas verändert, vor allem weil es wegen Loyalität wahrscheinlich nicht geht. Keine Ahnung wieso, wir haben uns einfach einen anderen Erstbesitzer hier reingehauen. Deswegen sind wir jetzt trotzdem bei 80er Bewertung. Was brauchen wir? Wir brauchen genau 3 Nationalitäten, genau 5 Ligen, Spieler mit derselben Nationalität, maximal 4 Spieler aus derselben Liga, maximal 3 Teamgesamtbewertung für 79. Wir haben eine 80 geknackt, läuft bei uns. Erstbesitzer Moya, genauso wie Kappa, Rui, Younger und Biber für 1700 gekauft, Clichy 1100 gekauft, Susu 650, Erstbesitzer Hernanes, Tolisso Erstbesitzer, genauso wie Nkudu, Raphael und 450 für Luis Adriano. So sieht das ganze Ding aus, so werden wir es absenden. Es hat sich, ja, die 1300 Münzen hätte man nicht ausgeben müssen, ne? Den senden wir dann direkt wieder auf den Transfermarkt. Mal gucken, was da geht. Wir bekommen hier einen Premium Goldspieler Set. Jetzt machen wir direkt weiter mit Weltklasse. Weltklasse ist natürlich schon ein bisschen schwierig gewesen. Wir haben es im Stream über eine Stunde probiert, ohne Loyalitätsklitsch das zu machen. Hat nicht funktioniert, deswegen gehen wir direkt mal raus. Wir bekommen 4000 Münzen plus ein seltenes Goldset. Hier brauchen wir 6 Nationalitäten, ganz genau. 6 genaue Ligen, Spieler mit derselben Nationalität, maximal 2 Spieler aus derselben Liga, maximal 2 Teamgesamtwertung von 81, Teamchemie von 95. Haben wir gerade so geschafft. Wie gesagt, bei dieser Challenge brauchen wir unbedingt den Loyalitätsglitch. Gehen wir mal rein, außer ihr habt nicht alle Spieler im Verein. Smolnikov haben wir noch, genauso wie Forster, Jacques Jelka, Rami mit 1500, die wir, das wir bezahlt haben, Acevedo, Den Donker für 700, Enzonsi, Witze für 1000, Tyson für 1000, Icardi für 1300 und Palacio als Erstbesitzer. Senden wir das ganze Ding ab, zack, senden das Ding weg. Und schon haben wir wieder Münzen am Start. Und ich denke mal, das geht auf jeden Fall klar. Nächstes wird dann das legendäre Team sein. Hier bekommen wir ein 50k-Set. Wir brauchen Spieler mit derselben Nationalität. Maximal 3 Spieler aus derselben Liga. Maximal 2 Vereine. Genau 11. Teamgesamtbewertung von mindestens 82. Teamchemie von 92. Anzahl der Spieler im Team 11. Hier muss man sagen, ihr könntet statt Banega auch Icardi reinhauen. Ich wollte es aber gleich so machen, dass ich genau 11 Spieler oder 13 oder 14 Spieler habe, die ich eben einwechsel, damit ich den Loyalitätsglitch insgesamt auch gleich bekomme. Deswegen habe ich hier Banega genommen, kommt damit Icardi 2000 Münzen auf jeden Fall besser. Gehen wir mal direkt mal rein. Subasic 2500, Erstbesitzer Piszczek, Lovren Erstbesitzer, genauso Corluca, Kondrao Erstbesitzer, 2-1 für Krzyszowiak, 3100 für Danny, Sosa Erstbesitzer, Blaschikowski über 550, 3-2 für Banega, könnt ihr da auch für 1300 holen, indem man da einfach Icardi holt und Bebe 800, also gar nicht mal so viel bezahlt
für dieses 50k-Set. Und wir wollen es natürlich öffnen. Aktuelles Team der Woche sieht richtig, richtig gut aus. Wir gucken es uns direkt gleich mal an. Wie sieht es aus? Wir bekommen außerdem 10.000 Münzen plus das Futura-Trikot. Das gucken wir uns auch noch an. Deswegen gehen wir direkt mal rein und schauen uns an, wie sieht das Ganze aus. Wir werden es auf jeden Fall erstmal einlösen. Wir setzen das einfach mal hin zu diesem wunderschönen Kit, was wir auch vorhin oder gestern freigeschalten haben. Jetzt schauen wir uns erstmal kurz das Team der Woche Spiel oder das Team der Woche einfach so an. Mal schauen, was da drin ist. Und wie ihr seht, das sieht richtig, richtig gut aus. Wir haben hier Arnautovic, wir haben Nainggolan, Kane, Lacazette, Berratti, Nzonzi. Also richtig, richtig starke Spieler. Genauso Bernardo Silva sieht auch richtig gut aus als RM, auch wenn er überhaupt nichts wert ist. Wir starten jetzt erstmal gleich die Packs, aber bevor wir das machen, schauen wir uns das Trikot an. Und wie ihr seht, Eden Hazard hat das Trikot an und ich muss sagen, das gefällt mir noch ein Stück weit besser, bis auf die Stutzen. Die Stutzen sind mir zu schlicht und einfach gehalten, aber das obere und die Hose, beziehungsweise nur das Oberteil, das gefällt mir richtig, richtig gut. Die ganzen, das Kachelmuster sieht richtig nice aus und ich denke mal, wie findet ihr es? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, aber jetzt wird erstmal es Zeit für die Packs, die wir hier ziehen wollen. Wir wollen das 50k-Set ziehen und hoffen, dass wir da was richtig Gutes rausbekommen. Und wie ihr seht, ja, genau, wir haben die dieswöchigen Food Champion Weekend League qualifiziert hatten, wird eure Qualifikation für die kommende Woche übernommen. Denn das bedeutet, dieses Wochenende findet keine Food Weekend League statt. Liegt einfach daran, an dem Klitsch, was rausgekommen ist. Fragt mich aber nicht, was das für ein Klitsch war. Wir haben erstmal noch was verkauft. Für 700 Canetias, okay, nehmen wir gerne mit. Aber jetzt wollen wir erstmal Packs ziehen. Ich bin gespannt, 4 Packs sind uns hier verbleiben, die wir ziehen können. Seltenes Gold, seltenes Spielerset, Goldspielerset, Premium Goldspielerset. Und ja, wir können starten. Wir starten aber erstmal mit dem Goldspielerset. Ich bin gespannt, vielleicht ziehen wir hier schon mal was Starkes. Das machen wir wirklich. Große Sternschnuppe. ZM von Barcelona, das ist André Gomes. Nicht schlecht, 400er Gesamtbewertung. So kann auf jeden Fall das kleine Pack-Opening, was wir hier haben, starten. Weiter haben wir noch drin, ja gut, sieht jetzt nicht so überragend aus. Alcacer haben wir noch drin, den packen wir erstmal auf die Transferliste. Balenciaga stoßen wir ab und den anderen zwei Spieler natürlich auch. Weiter geht's dann mit dem Premium-Goldspieler-Set, weiteres 25k-Set hier. Leider keinen Walkout, aber wir haben den nächsten guten Spieler und das ist David Luiz. 84er David Luiz hier drin bei uns im Pack. Packluck ist auf jeden Fall gerade gut am Start, muss man wirklich sagen, dazu Emre Can. Und natürlich auch Joel Matip. Mal gucken, was David Luiz wert ist. Und das sind 20.000 Münzen und die nehmen wir sehr, sehr gerne mit. Sehr, sehr gerne. Und dann gucken wir direkt mal rein, ob dieser junge Herr auch noch was wert ist. Weil es ist ja immer noch die SBC von Lacazette draußen. Aber leider nicht. Gucken wir mal noch hier rein bei Lennart, ob der noch was wert ist. Leider auch nicht. Aber okay, David Luiz sagen wir auf jeden Fall überhaupt nicht nein. Emre Can packen wir mal alles auf die Transferliste. Die anderen drei stoßen wir ab. Und jetzt haben wir noch natürlich zwei Packs übrig. Zum einen ein seltenes Goldset. 25k-Set, wo alle Sachen eben selten sind. Und was kommt hier raus? Diesmal keine 84-Plus-Sternschnuppe, sondern es wird Carrick werden von Manchester United. 81er Gesamtbewertung ist ganz in Ordnung. Ich meine, mit David Luiz können wir uns auf jeden Fall echt nicht beschweren. Dazu noch Bolasie. Ist okay. Was haben wir als dritten seltenen Spieler drin? Wilson, auch hier wieder ein BPL-Pack. Am Start, aber die beiden stoßen mir ab, die brauchen wir nicht unbedingt. Und jetzt kommt es drauf an, einzigartige Topspieler in einem Set-Verein, 12 Spieler, alle Gold, alles Seltene, Walkout, Inform, irgendwas, leider nicht. Oh mein Gott. Es kann nicht sein, dass unser 50k-Set das schlechteste Set wird, was wir ziehen. 83er Gesamtbewertung in Yama hier, bester Mann. Leider keine Inform. Mal gucken, was wir noch drin haben. Gustavo haben wir noch drin, Campbell, Kruse, Frei. Ja, Werner haben wir noch drin, tun wir alles natürlich zum Verein hinzufügen. Ne? Mal gucken, ein Yama könnte noch was wert sein, Rugani, die packen wir noch auf die Transferliste. Den Rest stoßen wir ab und wenn euch das Video gefallen hat, euch die Lösungen gefallen hat und ihr was Geiles gezogen habt, gebt gerne einen Daumen nach oben, schreibt es mir gerne in die Kommentare, Hashtag Supersteif, natürlich unten rein. Immer smart und sexy bleiben, checkt meine Social Media Links wie Twitter, wie Instagram ab. Ich probiere natürlich am Wochenende ein bisschen was aufzunehmen, denn da bin ich im Trainingslager, da werden vorproduzierte Videos kommen, mal gucken, wie weit ich es da schaffe. Immer smart und sexy bleiben, was haben wir für Promosets da? 25k-Sets, die brauchen wir nicht. Ich bin raus, euer Chris und ciao.